dann damit hier ein herzliches Willkommen zu GTA Online. Am Damm immer noch. Am Auto und auf Motorrad. Genau, wir fahren hier gerade wieder Richtung Heimat, weil es ist hier ganz schön einsam und das, muss man ja nicht unbedingt haben. Wow, und einmal hier die Böschung runter. Nein. Oh. Ich dachte, gut, also, das Lustige ist, wir sind gerade alle zur gleichen Zeit gefallen. Wäre ich mal losgefahren. So. Dein persönliches Fahrzeug wurde zerstört gar nicht. Nee, du lebst doch noch, dann bist du noch da. Also wir saufen eher unter Wasser, wenn jetzt. Wenn ich dann tut. Ich bin ausgestiegen. Ja, wir Mädels mit den hotten Hosen machen uns schon mal auf den Weg und ihr mit den nassen Hosen kommt irgendwann nach. Toll. Die Jungs brauchen immer so lange beim Schminken. Der Lidschatten ist zu dünn geworden. Zieh den Lidstrich besser nochmal nach. Die Leute fahren viel schneller als ich. Obwohl ich mehr Ausdauer habe, das geht aber so nicht. Ja. Ich feiere ja diese Kinoperspektive, ne? Die sieht einfach so gut aus. Ja, Ego-Perspektive ist echt gut. Kino. Achso, die Kinoperspektive, nicht die Ego. Nicht du Ego, also oder Kino. Wieso, was hast du gesagt? Ego. Achso, nee, die Kino. Ego, ja. Nee, ich sitze gerade einfach nur da und guck zu und denk so, ha, wie toll. Kommst du rüber? Ja, du. Ja. Ah, so, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Oh, nochmal fehlt. Oh, ich sehe überhaupt nichts, ey. Ja, wegen dem Baum. Weil die Weil wollten uns ja mal ein bisschen hier um unsere finanzielle Situation kümmern. Ich würde auch gerne ein Auto verkaufen, muss ich gestehen. Ich komme auch gleich. Ich meine, ein Auto, was ein bisschen nach was Besserem aussieht. Ich würde auch gerne mal einen Truck fahren. So, das Auto sieht auch kacke aus. Ach, nehme einfach mal das, keine Ahnung. Komm mal raus, Digga. So, jetzt fahre ich erstmal schnell weg. Nicht, dass der hinterherkommt. Haben wir ja alles schon erlebt. So, jetzt schmeißt die arme Frau aus ihrem Auto raus. Ah, ihr seid auch endlich wieder in der Stadt, das ist aber schön. Ja. Oh, ich hab die Ausfahrt verpasst, ne, was soll's. Ich markiere mal. Okay. Nee, das sind sie nicht da auf der Autobahn. Sind sie. Ja. So. Ich hoffe, ich verpasse jetzt hier nicht irgendwann meine Ausfahrt. Hä, der Truck fährt ja auch mega schnell hier. Natürlich knallt er uns ab, ist ja klar. Ach so, hab ich auf so einem schönen Server gelandet, ja. Nein, warum steige ich denn schwer aus? Achso, dich hat er abgeschossen, ja? Ja, ja. Alter, wie ich ins Parkhaus reinfahre, ich finde mich ja schon wieder cool. Wo bist denn du jetzt? Im Parkhaus rückwärts, Alter. Oh, wie geil ist das denn? So, wie sah denn dieses Dingel aus, wo man die Sachen verkaufen konnte, also die Autos? Ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern. Ach, da hinten. Diese Sprühdose. Aber gibt es hier noch irgendwie. Ja, ich überlege gerade, ob es eine Sprühdose hier noch in der Nähe gibt. Na, entweder da unten. Ich steig bei dir ein, Telotto. Okay. Das ist besser das Auto. Ach, dann fahre ich lieber wieder nach hier oben. Kann der auch einmal zu schießen? Oh, ist das ein Spacken, Alter. Ja, ich mache jetzt Passivmodus, bis wir bei Ina und Ricky sind. So, wo bin ich denn gerade hier reingefahren, ey? Ich habe vergessen, wo ich reingefahren bin. Oh, ist das kleine süße Auto wie ich. Boah, ich dreh mich. Da, ich seh's. Danke. Was war die mit deinem Polizeiauto? Oh, Scheiße. Das da bitte. Ah, ich hab die. Oh, warum verpasse ich die jedes Mal? Du bist auf der Autobahn oder? Ich weiß. So. Für den Weg sollte es nicht nur so eine lila Linie geben, sondern so richtige Leuchtpfeile, die immer auf dem Boden aufploppen. Ja, es ist schwer zu fahren und auf der Karte zu gucken. Nee, jetzt habe ich wieder die Kack-Ausfahrt verpasst, ist doch nicht wahr. Oh, entschuldige! Also da hinten bist du. Ich such grad den Horst, der mich die ganze Zeit abschießen will hier. Und? Mit der Leuchtpistole. Wollte gerade sagen, und dafür nimmst du eine Leuchtpistole. Wie geil. Wow, Auto crash. Vor allem ist da eine mega fette Leuchtreklame vor, was war ich, war vorbei. So, hä, warte. Ach hier, das ist das. Da haben wir ja auch schon mal eine Folge gehabt. Wo ich schon mal war. So. Bada
Badabum. Ja, hallo. Hab hier ein ganz tolles Auto. So, Fahrzeug repariert. Ist ja schon mal eine Idee. Oh. Und? Ja. Dann würde ich das tolle Ding gern mal verkaufen. Wie viel bringt das denn? Ich auch. Oh. Ich hänge im Boden. Alter, vergiss es. Lass mich hier wieder raus mit dem Kackwagen. Mann, ich hab genau. Ich bin da genau gegen gefahren. Ich fahr mit rein. Schön. Ich pimp mal mein Motorrad auf. So, reparieren. Anfahrung. Ja. Voll, mich ärgert gerade, dass ich das andere Auto davor auch schon repariert habe. Oder 6000, das bringt's ja wenigstens mal. Ja, ich bin mir sicher. Hm? Oh. Sehr gut. Wieder ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Liebes Telefon. Du kannst dieses Fahrzeug nicht modifizieren, okay? Ach, Quatsch. Nee. So. Hallöle. Was geht? Ich esse mal was. Ich bin hungrig. Alles klar. Snack. Ich glaube mir eine Stretch Limo. Oh, wie geil. Die ist rosa. Wo bist du? Ich will auch eine rosa Stretch-Limo sitzen! Ich komm zu euch. Warte, ich komme raus! Ah! Wo ist die Stretch-Limo? Oh, Mann, es fährt er mich um! Ich freue mich voll über die rosa Limo und dann macht er mich platt! Ist ja unglaublich. Ich will auch VIP, wir sind VIP-Gäste. Geil, komm. Na toll, die sind vorne. Tut, tut! Passen alle rein, wa? Tut! Wie geil. Upsala. Warum steigst du denn jetzt auf? Ich drücke immer die falsche Taste, weil ich will immer ein anderes. Wow, Sicht wir haben die. Kannst du nach hinten? Bestimmt, aber ich bin jetzt vorn. Wow, Alter, das sieht so fett aus. Jetzt machen wir mal bang, boom, bang, 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 bang. Ich sage bang, 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 bang. Ich bin wieder. Boah, da wollte er mir ja richtig. Wow. Aber es ist heute auch nicht so viel los in der Folge, ne? Es ist eher so eine, lass uns mal gucken, was wir für Autos finden, Folge. Naja, komm, eine riesen fette rosa Limo-Stretch findest du auch nicht alle Tage hier. Mega fette rosa Limo. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Randale. Wo soll es denn hingehen? Wir hatten hier gerade einen Wegpunkt gesetzt. Ich habe irgendwo einfach mal markiert auf der Karte. Einfach irgendwo mal, ist ja immer gut. Ja, mit so einem fetten Auto ist es schwer, durch irgendwelche Bäume durchzufahren hier. Tutut. Vor allem, ich glaube, wir haben einen Platten, oder? Nee, gar nichts. Nee, die Limo ist so Schrott einfach. Ja, die Limo sieht einfach nur komplett im Arsch aus. Oh, mega. So, jetzt haben wir mal voll ja, Leo und ich haben ein bisschen. Oh, da ist noch ein Fenster, das muss man noch abknallen. Wir fahren jetzt mal mit der Limo Vollspeed durch die Stadt. Mit vollem Speed durch die Stadt, wir machen sie alle platt, schachmatt. Aha. Nein, oh, aha, 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 yeah. Boah, wie sieht aus, die Limo? Oh, komplett erwischt, ey. Oh, nee. Oh, wir haben Stern, nicht gut. Sehr gut. Wegen mir, ja. Tut. Eingeparkt. Voll der Kugelstückfahne. Oh, guck mal, wie der Wagen von vorne aussieht. Oh, jetzt haben wir aber eine schöne Limo. Wie geil sieht das denn aus? Die sieht richtig schön simuliert. Ich glaube, der. Oh. Wir pinken das Auto. Oh, und er fährt auch noch voll in die Polizei rein. Naja, so muss das sein. Oh nein! Fahr schneller! Er kann nicht mehr schneller, der ist vorne eingedrückt. Oh, das sieht aus wie so eine kleine Ente vorne. So eine kleine Entenschnabel-Dinge. Wow! Los, Polizei! Wir fahren über Rot! Oh, wir sind richtig die böse Wichtel. Bad Boy. Wow, oh, Rang erhöht! Ich bin Schläger! Oh. Oh, gerade so. Oh! Verpiss da! Ich hab die Polizei explodiert. Verpiss da! Ich hab eher Angst, dass wir explodieren hier auf dem Boulevard. Nee, ich fahr schon auf. Bam! Da steckt mal fest. Boah, sieht das aus. Ja. Das sieht so lustig aus, ey. Nein, wir hängen in der Luft, Wir schaffen es! Und der nächste Fall. Wo seid ihr? Folgt uns! Oh, ein Hubschrauber ist sogar hinter uns. Ja, ja, ab 3 Sterne hast du einen Hubschrauber an der Backe. Juhu! Wir wollen mehr Polizisten. Düm, düm. Mehr Polizisten den ganzen Tag. Düm, düm. Oh,
und durch die marschieren. Jawohl. Boah, durch die Straßensperre, ey. Wahnsinn. Einfach durchmarschiert. Boah, ich habe eine neue Frisur freigeschalten. Ich finde mich ja jetzt cool. Oh, ich krieg die Kurve, ja, ich krieg sie. Yay! Yeah. Ey, wir sind so mega spannend. Das ist der Hammer. Und noch mehr Bullen. Bulli-Tai, Bulli-Tai, Bozi-Lai. Olai, Olai. Boom, boom. Boom, boom. Ach nee, okay, neues Make-up haben wir auch noch. Glühender Rubin. Aha, was geht denn da? Ah, nicht verstecken. Es muss weitergehen, immer weitergehen. Wir fahren jetzt mal die Fußgängerzone. Das heißt ja Fußgänger. Ja, aber dann wollen wir nicht mal weiter hier was laufen lassen, denn die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Kaum zu glauben. Was? Mit so einer fetten Limo kann man jetzt aufhören? Ja, mit so einer fetten Limo kann man aufhören. Denn wenn es am schönsten ist, soll man bekanntlich aufhören. Und ja, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jo. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ne? Mit einer pinken Limo. Die ist rosa. Rosa. Entschuldige. Okay, dann bis zum nächsten Mal und ciao. Tutu.